ist, ne? Mit Julian Zietlow, Karl S. und so weiter. Ich sehe die Physik und weiß ganz genau, diesen Muskel trainierst du am liebsten. Und dann ist das auch so, weil dieser Muskel ist. Erstens, verdauungstechnisch merkst du das, wenn du halt zu viel Nahrungsvolumen hast, leidet die Trainingsperformance runter, das durfte ich feststellen. Sieht der einfach geil aus, weil der eine krasse Genetik hat, weil der stofft, weil der was weiß ich. Oder sieht jemand geil aus, weil der weiß, was er tut. Ja, wo du halt auch siehst, der möchte einfach der Beste in seinem Bereich sein. Bevor der Podcast beginnt, eine kurze Info. Und zwar dachte ich, bei dem schönen Wetter kann man den Podcast draußen im Garten schön drehen, habe dabei aber nicht bedacht, dass es etwas windig war. Also wenn ab und an die Windgeräusche zu stark sind, dann verzeiht es mir. Aus Fehlern lernt man. Und ja, jetzt geht's los mit dem Podcast. Viel Spaß. Ja, Freunde, ich begrüße euch zum nächsten Podcast mit meinem Gast Dennis Algün. War schon öfter mal auf dem Kanal hier zu sehen. Und kurzer Reminder, und zwar habt ihr euch gewünscht, dass der Podcast jetzt auch auf Spotify und Apple Podcast hochgeladen werden soll. Das habe ich natürlich in die Tat umgesetzt und ab jetzt könnt ihr das Ganze auch dort verfolgen. Andersrum, wenn ihr von der Plattform kommt, dann könnt ihr euch das visuelle Video natürlich auf meinem YouTube-Kanal anschauen. Das heutige Thema ist einmal die Trainingsfehler in unserer Trainingskarriere. Dennis, erzähl mal ganz kurz, wie lange trainierst du schon und was waren so deine größten Fehler oder Learnings? Ja, also ich trainiere jetzt schon so, sag ich mal, 8-9 Jahre ungefähr, ne? So, sag ich mal, im Fitnessstudio, ne? Davor habe ich halt viel schon zu Hause gemacht, habe auch damals schon im Calisthenics Park und so trainiert. Aber die Fehler, die krassen Trainingsfehler sind mir erspart geblieben, weil zu der Zeit, ne, dieser Fitness-Hype losgegangen ist, ne, mit Julian Zietlow, Karl S. und so weiter. Mhm. Und die haben eigentlich schon relativ gute Tipps gegeben. Zwar nicht auf dem heutigen Stand mit Deload und hast du nicht gesehen, so, weißt du, aber man wusste schon, okay, ab und zu mal Pausen sind nicht schlecht oder die Frequenz ist schon wichtig, das heißt, jeden Muskel zweimal die Woche zu trainieren und so weiter. Deswegen, da habe ich jetzt nicht so große Fehler gemacht. Man war halt einfach trainingstechnisch ein bisschen, sag ich mal, motiviert, mehr die Brust zu trainieren, Lat zu trainieren und hat dann sozusagen diese Rückendichte oder die Außenrotation halt vernachlässigt. Ne? Das war so mein Trainingsfehler, dass ich dann so rumgelaufen bin, ne? Und nicht eine offene Körperhaltung hatte. Wahrscheinlich, ne? Hat es auch Verletzungen dadurch, genau, gehabt. Schulterverletzung gehabt. Sieht man ganz oft. Ja, und sehr, sehr oft irgendwas mit der Schulter gab, hat mich abgefuckt bei Dips und so. Und das macht ja auch was an der Laune, ne? Wenn man krank ist, sowieso. Generell, wenn man verletzt ist, dann kannst du nicht mehr Vollgas geben, dich bremst das. Und das ist, weil Fitness in unserem Leben eine so große Rolle spielt, wirft das einen noch mehr zurück. Um auf das Thema, was du gerade angesprochen hast, zurückzukommen. Man trainiert, oder ich sag's mal so, ich sehe ganz krass auf die Leute, ich sehe die Physik und weiß ganz genau, diesen Muskel trainierst du am liebsten. Und dann ist das auch so, weil dieser Muskel ist am ausgeprägtesten. Und das ist eigentlich nicht gut, weil, ne, jeder, der trainiert, der möchte eine ausgeglichene Physik haben, der möchte ausgewogen sein, keine starken Schwächen haben. Und das sieht man ganz oft, ne, wenn Leute einfach unnormal fetten Trizeps haben, aber die Brust klein ist. Ja, guess what, dann rückst du vielleicht zu viel aus dem Trizeps, andersrum auch. Wenn die zu fetten Bizeps haben und einen ganz schmalen Rücken. Du hast einfach viel zu viel im Bizeps drin, wenn du Rücken trainierst. Stellst, wie du willst. Und das war zum Glück bei mir kein Fehler, weil ich war schon damals immer so. Ich habe einen sehr, sehr hohen Wert drauf gelegt, dass ich eine gute Linie habe. Ja. Ich würde sagen, bis heute habe ich jetzt keine phänomenalen Schwächen, weil ich auch gerade gearbeitet habe. Ja, aber auch nochmal, um da aufzugreifen. Bei mir hat man das damals gesagt, jetzt sagt man das nicht mehr, weil ich das über die Jahre ausgeglichen habe. Mhm. Ich habe jetzt nicht viel Muskulatur aufgebaut in letzter Zeit, aber ich habe meine Physik ausgeglichen. Das heißt, bei mir passt jetzt alles. Keiner sagt irgendwie, oh, das ist deine Schwäche oder sowas. Damals hat man mich gesehen, hat gesagt, oh, krass, Brust ist krass. Die war ziemlich groß. Genau. Ja, genau, die war richtig groß. Meine Schultern waren im Vergleich halt, haben halt abgekackt dazu im Vergleich. Es hat halt nicht gepasst und jetzt über die Jahre, weil ich halt angefangen habe, richtig zu trainieren, hat sich alles ausgeglichen. Ne? Und das lernt man dann halt über die Jahre, wie man trainieren soll, um halt diese perfekte Physik für einen selber zu erreichen. Genau. Man kann einfach sagen, vielleicht mal reflektieren, auch andere vielleicht auch mal hören, was sagst du
Ja. Wo siehst du Schwächen bei mir? Und dann nochmal ein Setback machen, überlegen, was mache ich falsch? Sich irgendwo Hilfe suchen, wie auch immer. Aber wenn man jetzt Wettkampfambitionen hat, ja, ist es nicht gut, wenn du irgendwo extreme Schwächen aufweist. Ja, nein, das ist überhaupt nicht. Das ist auch, also das ist auch an dem Leitfaden der GmbF, ist das, glaube ich, 40% von der Gesamtwertung, und das ist der höchste Anteil. Symmetrie, ne? Symmetrie, ja. 40% ist, glaube ich, sogar der größte Anteil. Danach kommt immer 20, 20, 20, 20, so, weißt du? Ja, voll wichtig. Ja. Und ein Fehler, den wichtig für Leute, die Wettkampf machen wollen, wirklich. Aber das sieht man auch bei den Leuten, die gewinnen. Die haben einen sehr, sehr ausgeglichenen Körperbau. Wobei, bei der GmbF würde ich sagen, die legen da viel mehr Wert auf die Frontpose als auf die Rückenpose. Also das kann ich so, glaube ich, schon so bestätigen. Ja, ja. Ja, Trainingsfehler. Bei mir eigentlich auch nicht so extrem viele. Wobei, subjektiv gesehen, vielleicht schon. Ich habe sehr, sehr stark immer trainiert, sehr, sehr schwer trainiert und habe dann in Kauf genommen, dass meine Technik darunter leidet. Hauptsache Ego war da, damals noch Bankdrücken. Hauptsache viele Zehnerscheiben drauf, damit das viel auszieht, und gedrückt, aber wenig gespürt. Bei ganz, ganz vielen Übungen so. Meine Schulter ist auch damals nie gewachsen, war eine sehr, sehr große Schwäche. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, ey Rocky, nimm das Gewicht mal runter. Schau dir mal an, wie das wirklich funktioniert. Teste das an dir selbst. Und seitdem ist meine Schulter wirklich explodiert, kann man so sagen. Und ja, auch bei meinen Personal Trainings, bei meinen Athleten, ich zeige denen, oder ich sage immer beim ersten Personal Training, ey, lass uns auf jeden Fall seitdem abchecken. Und da gibt es keinen bis heute, ich warte auf den Tag, der das perfekt macht, so nach meiner Philosophie. Bei richtig vielen sind die Schultern auch extrem gut gekommen. Und Schultern finde ich auch, was die Physik angeht, super wichtig. Wunderbar. Von vorne, das ist so der erste Eindruck, so bam, runde Schultern, das gibt dir diesen V-Taper, dieses Ästhetische. Also Leute, wenn ihr geil aussehen wollt, dann arbeitet auf jeden Fall auch an den Schultern. Ja, Schulter und Rücken, nicht Rücken und Bizeps, nicht Brust und Bizeps. Genau. Jo, ansonsten, ernährungsmäßig hatten wir eben ganz kurz drüber gesprochen, dass wir zu wenig gegessen haben, dass uns das schwer fiel. Ja. Wird wahrscheinlich auch viele Jüngere, da werden viele Jüngere zustimmen, dass es schwer ist. Ja, wenn ich da aber nochmal eingreifen kann, die Leute machen es halt auch schwer, die gehen nach Reis, nach Hühnchen und Brokkoli, einfach noch mehr Mengen essen, aber ich persönlich, mir hat Nussbutter voll geholfen, beispielsweise, oder so generell ein bisschen mehr Fett zu implementieren, weil so kommst du halt viel leichter auf deinen Überschuss. Ne, weil erstens verdauungstechnisch merkst du das, wenn du halt zu viel Nahrungsvolumen hast, leidet die Trainingsperformance runter. Das durfte ich feststellen. Wenn ich mal morgens 300 Gramm Haferflocken gegessen habe, war das Training nicht so gut. Es war einfach viel zu viel. Aber habe ich mal 30 Gramm Erdnussbutter einfach in mein Porridge gemacht, lief das Training besser. So, weil mein Körper nicht so stark mit der Ernährung war. Also das heißt, ich würde trotz Off-Season versuchen, das Nahrungsvolumen gering zu halten, um halt die Trainingsperformance aufrechtzuerhalten. Ne? Dann hat natürlich auch einen weiteren Vorteil, dass wenn du in die Diät gehst und relativ wenig Nahrungsvolumen hast, dass dein Körper jetzt nicht entwöhnen von der, muss. Genau, von der Sättigung. Ne? Klar, es gibt Leute, die essen halt extrem dirty und essen extrem viel. Und wenn die dann in die Diät gehen und dann einfach vom Volumen sauberer essen, dann haben die trotzdem so einen mega Hunger. Und das ist natürlich auch ein Vorteil, den man nicht vernachlässigen sollte. Zu wenig gegessen habe ich auch. Ich war immer so der schmächtige Typ. Aber für mich ist auch eigentlich viel wichtiger das Training. Weil im Training setzt so ein Reiz, der die Muskulatur zum Wachsen bringt. Ernährung spielt auch eine große Rolle, aber für mich, wenn ich mich entscheiden müsste, Training viel, viel wichtiger. Klar. Jo, ansonsten, was Fehlerquellen angeht, zu viel Input. Besonders auch heutzutage, du hast überall Influencer, überall Leute, es sehen so viele Leute krass aus heutzutage, wenn wir ehrlich sind. Das ist schon schwer irgendwie zu unterscheiden, okay, sieht der einfach geil aus, weil der eine krasse Genetik hat, weil der stofft, weil der was weiß ich, oder sieht jemand geil aus, weil der weiß, was er tut. Du siehst so diesen Progress, er war schmal oder er hatte mal eine schwache Muskelgruppe, aber hat es geschafft, jetzt besser auch zu sehen, diese Muskelgruppe wieder aufzubauen. Da würde ich demjenigen, der halt, wo du die ganze Zeit seine Journey verfolgst,
den würde ich dann vielleicht ein bisschen mehr Vertrauen schenken, als jemand, der einfach nur krass aussieht und trainiert wie ein Ochse, sag ich mal. Ne? Sieht man auch immer. Dass man da einfach filtert. Ich habe auch einen Athleten, der zu mir sagt, ey Rocky, ich sehe so viele Reels und da, ich weiß gar nicht, wie mich glauben soll. Dann sage ich, ja, jetzt hast du mich als Ansprechpartner. Du zahlst mich. Also wäre es auch sinnvoll, wenn du mir vertraust. Ja? Und dann, wie gesagt, dass man noch diese ganze Reizüberflutung gar nicht weiß, was man jetzt am Ende des Tages glauben soll. Ja. Würde ich mir auch, klar ist es irgendwo ein bisschen so die Einstellung, wen finde ich sympathisch, wen finde ich vertrauensvoll. Ich würde aber nicht den Kreis viel zu groß halten und überall versuchen, was aufzusorgen, sondern nur von wenigen Quellen, wo du weißt, okay, das hat Hand und Fuß. Ja, ja. Oder wie machst du das mit dem, wie du trainierst, wo holst du dir die Inspiration? Ja. Also ich glaube, so der erste, so der, den man dann, sag ich mal, langfristig verfolgt und der, wo du halt auch siehst, der möchte einfach der Beste in seinem Bereich sein. Einfach ist der Sepp, wo halt alle seine Inspirationen, sag ich mal, damals 2015, 14 abgeholt haben. Und das ist auch halt so ein Typ, der seiner Linie treu geblieben ist. Und dann ist halt genauso wie mit dem Fußball bei Cristiano Ronaldo beispielsweise. Ne? Das ist halt so wirklich ein Typ, der lebt für seine Leidenschaft. Der hat immer das gemacht. Der ist nicht abgedriftet und hat irgendwie versucht, keine Ahnung, eine andere Business-Idee nur wegen dem Geld zu starten. Der ist immer seiner Leidenschaft nachgegangen. Ja, Sepp, da kann man kurz fronten. Ja, aber der hat das parallel gemacht. Der hat das parallel gemacht. Der hat das ja nicht nur das danach nur noch gemacht. Ja, für die Leute, die es nicht wissen oder an denen es vorbeigegangen ist, der hat ja damals versucht, so Krypto-Coaching ein Programm rauszubringen, das dann ein bisschen in die Hose gegangen ist, weil er das abgegeben hat. Weil der das ganze Marketing an, ich glaube, Ben Sattingers Agentur, irgendwie sowas, also die Agentur, die Online-Trainer-Lizenz macht, auch richtig groß, werden einige Leute von euch kennen, die haben das Marketing gemacht und da irgendwie Scam gemacht oder irgendwas verwechselt. Jedenfalls glaube ich nicht, dass Sepp keine Ahnung von Krypto hat, der wird es privat immer noch machen, aber ihm wird das eine Lektion gewesen sein, mal Verantwortung abzugeben. Weshalb er jetzt Evo, Sports Fuel und die Evo Classic alles auf eigene Faust macht. Er macht so viele Dinge alleine, einfach wie du schon sagst, er hat einfach diesen Anspruch, diese Perfektion und deswegen macht er alles selbst. Ne? Aber auch krasser Typ, wie gesagt, Sepp ist, er hat halt auch, muss man sagen, einfach parallel das gemacht, was Jeff Lippert in Amerika gemacht hat. Mega Science Base und teilweise sieht man auch, wie der die Videos dreht, dass das sehr viel mit dem zu tun hat. Okay. Aber wie gesagt, er hat es auf den deutschen Markt gebracht, er hat es gesehen und ich glaube, jeder ist dem da so dankbar, dass der den ersten Schritt gemacht hat in die Richtung. Ja, und wie gesagt, ne, man hat mittlerweile echt nur, wie viele Leute nur durch seine Videos einfach krass aussehen. Nur durch seine Videos. Die haben noch nicht mal die Programme geholt, was man so hört, sondern nur kostenlose Videos. Und das ist Gold wert. Ey, das ist Gold wert. Ja, generell. Die Leute dürfen sich auch nicht beschweren. Alles ist heutzutage, es wird einem heutzutage alles geboten. Ja. Man kann, überspitzt gesagt, man kann Anwalt werden oder Arzt, keine Ahnung, ne, weil du überall die Literatur hast. Und dann so was wie Hate-Kommentare, dies, das. Ja. Wenn sie nicht gefällt, dann schau es dir nicht an. Also welcher Trottel verschwendet seine Zeit, schaut 10, 20 Minuten ein Video und schreibt dann runter, ey, das und das war kacke. Ja. Ey, Leute, hört auf mit dem Schwall. Hatte ich damals auch. Ja. Also das ist auch mal ein Thema für einen anderen Podcast, wie ich damit umgegangen bin oder was da genau vorgefallen ist. Aber Leute, diese Negativität bringt niemanden weiter. Ich sag immer, ey, wenn du so viel negative Energie in dir hast, dann nutz diese Energie, wandel die um und mach was Positives und gib so deinen Wert den Menschen und nicht darüber, dass du andere fertig machst. Das macht dich nicht besser. Ja. Okay, wir sind ein bisschen abgedriftet, aber... Nee, aber finde ich gut, dass auch nochmal vielleicht jetzt so neben dir jetzt beispielsweise auch nochmal den Leute, den Sepp, was ich stark bezweifle, noch nicht kannten, ne? Einfach mal Zugriff auf seine Videos so bekommen. Ja, an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch, 200.000 Abonnenten mit einem sehr, sehr nischigen Thema. Sehr, sehr nischigen Thema, ne? Das ist echt krass, auf jeden Fall. Und ich verfolge auch beispielsweise den Christian Guzman in letzter Zeit, weil er sich jetzt wieder auf den Wettkampf vorbereitet. Ich finde halt immer diese Wettkampfgeschichten ganz interessant. Und auch er beispielsweise, der ist jetzt knapp an 1 Million dran. Und finde ich auch krass, ist auch ein nischiges Thema. So, weißt du, das ist halt auch nur Fitness und Fitness-Business. Ne?
Und stimmt das echt, dass er jetzt Affiliate verkauft hat oder so? Was war das? War da, ne? Ich habe das auch ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, aber es ist immer noch der Besitzer sozusagen. Ja, okay. Ja, also ich weiß nicht, ob er eine Marke oder einen Teil davon, aber so, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber es kommt mir halt aber noch so rüber. Aber der hat auch dicke Eier bewiesen, als der einfach von Gymshark gegangen ist und gesagt hat, ey, ich mach mein eigenes Ding. Ja, ja, klar. Also Respekt an diese Leute, die einfach diese, diese Moves auspacken da. Ja, ja, Mann. Ja, cool. Dann würde ich sagen, am Ende sind wir ein bisschen abgedriftet, aber war bestimmt auch interessant. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann natürlich gerne einen Daumen nach oben geben. Ja. Ich freue mich natürlich auch über eine 5-Sterne-Bewertung, ja, weil ich ja auf Spotify bin und auf Apple Podcasts. Ja. Und auch mal gerne so schreiben, was ihr gerne hören wollen würdet, ne, für zukünftige Podcasts hier unter den Kommentaren. In die Kommentare schreiben oder mir gerne auf Instagram folgen. Und da habe ich öfter mal auch mal so Fragen, Sticker, wo ihr Vorschläge geben könnt, weil im Endeffekt, ihr wolltet den Podcast auf Spotify haben, auf Apple Podcasts, habe ich für euch umgesetzt. Wenn ihr geile Themen habt, werde ich auch das auch sofort für euch umsetzen. Das ist stark auf jeden Fall, ne? Sofort umgesetzt. Mhm. Das ist schon stark, ja. Ja, cool. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns zum nächsten Podcast wieder. Ciao, Leute.